nicht wundern, beim nachfolgenden Video liegt Schnee. Das liegt daran, dass das Video schon im Februar entstanden ist. Mittlerweile bin ich endlich mit dazu gekommen, dass ich es einmal zusammenschneide. Also viel Spaß beim ersten Reparaturflug vom 700er Truck. So, also das ist jetzt quasi Teil 1 des lang angekündigten Reparaturflugs und Restaurationsflug von unserem MB-Truck 700. Die Geschichte, die erzähle ich jetzt dann gleich im Detail. Da habe ich jetzt noch ein Brettl. Ich sehe, dass ich gesummert, wann das gewesen ist. Ich schätze mal, das meiste ist halt Anfang Ende der 80er. Möchte das gewesen sein. Das ist quasi der Hof unten. Mit dem Balkon rausgehen. Genau, das ist der Hof, wenn vor 30 Jahren. Klingt das? Nein, 40 Jahren, schon fast. Es ist schon nass, gell? Jedenfalls sieht man jetzt da die 2 700 MB Truck, weil sie zum Anfurt haben. Der Fahrer ist mit eigentlich, ist das dahinter bei uns oder der Vorder? Das Problem ist, dass die damals die Hand gleich gebaut waren. Also der 2700er gehört an einen Partnerbetrieb von Papa, der hat damals mit ihrem so eine Seriengemeinschaft gemacht. Also haben sie gegenseitig aber geholfen beim Serieren. Wenn ihr meine alten Videos kennt von 2010 und früher, der 1000er Truck mit dem Abschieber und dem Stößeltipper, der hat quasi auch zu dem Betrieb gehört. Also der ist quasi einer paar Videos drin hat. Ja, die haben früher so also gemacht, quasi mit den 2 700er, die sind damals die Hauptschöpfer gewesen, das waren die Größen eigentlich, ein wenig so in der Gemeinde. Und da ist dann beim Serien, das hat dann immer 4-5 Tage gedauert, bis einmal alles gemacht worden ist. Und hinten neu ist dann zusammengefahren worden mit dem Mengele 532 Garant. Also das war früher, fand das voll noch gespannen. Ja, ich habe jetzt noch im Album von meinem Bruder noch alte Bilder gefunden vom 700er Truck Freies. Das ist quasi der Hof Freies, noch nicht Pflaster gewesen, eine Träglatschen. Ja, da sieht man halt, weil das Freies ein wenig so gewesen ist bei uns. Ja, also da noch mit den 20 Zoll Reifen. Kleiner Auspuff damals noch. Ja, so war das Freies. Meine kurze Bestandsaufnahme. Das ist ein 700er Truck Baujahr 85 mit Niedrigkabine, Leistungssteigerung für Werk damals schon. Also das ist die sogenannte E-Serie gewesen. Da hat es 85, hat zwar Mercedes eine kleine, was sage ich, Verkaufsaktion geben und hat quasi den 700G vergünstigt bekommen, also Niedrigkabine, Frontkraftheber, Frontzapfwelle, Leistungssteigerung um 10 PS, also der hat damals 75 PS gehabt. Ja, der Schlepper ist bei uns eigentlich 30 Jahre fast an einem Futtermischer gelaufen. Zuerst war es ein Triolit Mulos, also ein 3-Punkt und dann einmal ein Futtermischwagen. Bevor das wir dann ganz aufgehört haben mit dem Milch, also 2011 Epse. Es sind, wie man auf die Bilder gut erkennen kann, sind mittlerweile dann 24 Zoll Reifen damit aufgekommen, also 84, 65, 24. Ausgeliefert worden ist er mit 20 Zoll. 2013 oder 2014 haben wir mir dann einen neuen Motor eingebaut. Das ist quasi OM364A vom 900 Turbo. Sag mal recht, ich habe da einen Topf gar nicht rausgeschmissen gehabt, habe da ein Rohr geschmissen für den Turbolader, dass der gerät. ja, der Motor hat damals, der war noch in Ordnung, aber die Austauschmaschine war relativ preisgünstig, sag ich mal. Der Kühler ist einmal verstärkt worden. Getriebe haben wir mit rein gemacht, das hat der Löw Roland gemacht, aus Guttum. Ist bestimmt einigen den Betrag kennen, ein Begriff.
ja, wie man unschwer erkennen kann, hat durch die ganze Salzfahrerei bzw. Förderei im Winter der Stall, ich sagen, der Stalldunst hat seinen Job gut gemacht. Also sind dementsprechend ganz viele Rostlöcher drin, wo man durchlangen kann. Durch das, dass der Schlepper jetzt schon weit über 20.000 Stunden drauf hat, wird einfach mit der Zanderzeit genagt. Das ist, ja, das ist schon schade. Also wenn man gerade die Battle von Fresh so schaut, es ist in seiner Vorzeit nicht wirklich, aber es ist aufpasst worden, aufpasst worden schon technisch und alles ist ja gut beieinander. Aber es war halt ein Gebrauchsgegenstand. Wir haben dann Kotflügel einmal reingemacht vor ein paar Jahren, nächsten TÜV. Bremsen haben sie öfters gemacht worden, Kupplung schon gemacht worden. Meine, das sind so jetzt einfach so technische Kleinigkeiten. Also, hier ist eigentlich vom Motor und vom Getriebe hier also noch gut beieinander. Der Motor ist, glaube ich, mit 3000 Stunden drauf und das Getriebe vielleicht 1000 Stunden. Also, das ist definitiv gut in Schuss. Aber wie gesagt, Rost und karosserietechnisch ist halt einfach eine Katastrophe. Und im Moment auch sagen, ich weiß nicht, ob ich die Kabine noch retten kann. Vielleicht von einem ganz guten Karosseriebauer. Aber ja, man sieht es selber, da haben so viele Sachen zum Tauschen. Das ist dann nicht mehr rentabel. Und aktuell steht der Schlepper ja seit einem guten Jahr. Wir haben nämlich einen Hinterachs-Differentialschaden. Also ich schätze mal, dass das Hinterachs ist. Wenn man so, also wenn man so quasi einen Meter oder zwei Meter von möchte, dann verkennt sich hinten ein Zahnrad und der Schlepper verwindet sich und fährt dann nicht mehr weiter. Wir haben jetzt auf Zeiten gezogen, also hinten auch gut Vorderachs gerade noch. Also Hinterachs, ich finde, soll schätze ich, ist kaputt. Vorderachs ist halt das Problem mit dem riesigen Frontlader. Der war ja zuerst auf dem 1000er Track drauf, also die 100er Schwinge. Da hat sich mein Papa damals eingebaut, dass wir den am 700er drauf gebaut. Die Achsschenkellager haben wir schon mal gemacht, aber die sind nicht wieder fertig, einfach durch die Hebelwirkung vom Frontlader. Steckachse auf der anderen Seite, da ist quasi da ein Simmering drin, haben wir auch noch gemacht, aber schwitzt wieder. Und ich weiß nicht, ob sich das orientiert, dass man die vielleicht noch mehr riecht, keine Ahnung. Also alles in allem, da die mal so preislich bis irgendwo bei 30.000 Euro, wo du einhängen musst, möchte ich sagen. Es ist wirklich schon drum. Also, ich bin immer gerne mit dem Bullo gefahren und ich hoffe aber, das wird sich in Zukunft dann wieder vermehren. Ich habe dann letztes Jahr, oder was, 2020, bei eBay Kleinanzeigen stöber da bei wegen in der Nacht oder was, gebe ich einen Betrag ein und dann ist mir auch ein Betrag aufgefallen. Das war nämlich ein 700er. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Bau das ist, ein 88er normal oder ein 89er. Ich muss jetzt schnell hinschauen, auf die Fahrgestellnummer. Ja, die hat knapp ein bisschen über 10.000 Euro gekostet. Okay, dann haben wir mal die Bettelwagen so geschaut. Haben mir ein paar Besonderheiten aufgefallen. Ein paar Besonderheiten. Und ja, kurzerhand steht das Ding daheim. Kawasaki grün mit Sportauspuff, also da kann man diverse Feuerwehrschläuche anhängen zur Abgasabführung. Nein, also da ist quasi der 700er drinnen gewesen. Die Fahrgestellnummer ist quasi schon 171, für 40, 171, also der letzte Baureihe 700, 184, 439, das müsste Baujahr 88 sein. Der 500er hat 155 und 23, ist er bei 89, also der ist, müsste der 88er sein. Das heißt, der hat einen 364er Motor drin, ist auch schon mal getauscht worden. Hat quasi die neue Kabine schon, neue Kabinenausstattung. Da können wir uns gerne mal reinsitzen. Also ist bei weitem nicht so fertig. Also digitaler Tacho.
die neue Druckluft, also das neue Gumminstrument mit Druckluft, Wassertemperatur, Öldruck und Tankanzeige. Hat 29.000 Stunden um, soweit der Zähler stimmt. Was ist das Besondere? Seht man hier, wir haben keine Zapfwelle. Im klassischen Sinn, da gehe ich später drauf ein. Und wir haben absolut keine Steuergeräte, also da ist tote Hose. Das liegt daran, das Fahrzeug ist vorher beim Thiele Bauunternehmen gelaufen. Also wir haben da hinten einen Aufsatz drauf, da war ein Bohrgerät drauf. Ich hätte auch schon mal an Thiele geschrieben, aber die Firma gibt es anscheinend nicht mehr. Vielleicht ist das bei irgendjemandem im Umfeld. Ich möchte jetzt einmal schauen, das möchte irgendwo in Norddeutschland sein, in der Nähe von Hannover, wenn mich nicht alles täuscht. Da ich mehr Infos zu dem Truck wollte, weil wenn da Kundendienst machbar ist oder wer das alles gemacht hat, weil der Motor ist einmal umgebaut worden. Watzlingen, Triftig in Niedersachsen. Aber das, wie gesagt, das Unternehmen gibt es nicht mehr. Das ist bei Zelle. Genau. Falls jemand irgendwer kennt oder falls du irgendwo in der Nähe Mercedes-Niederlassung ist, lässt es mir vielleicht in die Kommentare wissen. War echt interessant, weil ich kann jetzt den Motor eigentlich überhaupt nicht anschauen, wie viele Betriebsstunden das der drauf hat. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Truck. Also wie gesagt, der ist nur an der Burger geklaffert. Das heißt, er hat sich schaut immer nicht viel bewegt, beziehungsweise die Achsen dürfen eigentlich noch top in Schuss sein. Und jetzt gehen wir nochmal zur Zapfwelle zurück. Er hat eine Zapfwelle, aber nicht die klassische Doppelkupplung, weil es halt beim normalen Einbetrag ist. Also die ist ja luftunterstützt, da hast du quasi den beweglichen Hebel. Und man kann da die Geschwindigkeiten vorstellen. Sondern die Zapfwelle bei dem Schlepper ist ganz normal dran. Die treibt halt dann das Bohrgerät an. Funktioniert aber nur mit Fahrkupplung. Also man muss quasi Fahrkupplung treten. Dann kann man Zapfwelle auch nicht auch hinten. Vorhin schaut sie auch da gar nicht, hat's gar nicht reingeschaut. Und dann ist das Bohrgerät gelaufen. Was ja recht interessant ist, wir haben da eine Gasverstellung. Die haben es mit einem Bauanzug umgebaut, dass man die von hinten steuern kann. Da ist der auf der Seite. Ich habe jetzt, wie gesagt, der steht jetzt auch schon eine Zeile umeinander. Da ist auf alle Fälle der Bauanzug hinterher. Da geht er her. Das ist die Gasverstellung. Man kann das quasi von da die Japanspitz pumpen. Das Bohrgerät haben sie runtergeworfen. Ja gut, das hat eh für nichts gehabt. Aber ansonsten ist das eigentlich eine brauchbare Basis. Ich meine, gut, man muss trotzdem sonst rein. Es ist alles gut konzipiert, alles voller Ölschlamm. Ballonreifen sind drauf, ja, die werde ich aber nicht weiterverwenden. Das Wichtigste ist wirklich das Führerhäusl. Das ist noch gut in Schuss. Also man sieht an den berüchtigten Stellen, im Betrag ist immer da ganz interessant. Da haben wir es nämlich schon teilweise verschweißt und dann Karosserie die Klasse hingeklebt. Da ist noch alles gut, noch nichts aufgestellt. Die haben wir jetzt auch mit rüberbämselt. Also man sieht da, er war original hellgelb-grün, aber das werden sie schätze ich mir in der Baufirmenform dann gemacht haben. Die Türen sind gerade die linke, die ist sehr begehrt. Alles gut, nichts verbunden. Schließt gut. Hängt gut im Schloss. Meins haben wir noch schon überall drüber lackiert. Das sieht man jetzt über die Gummistore. Die müssen wir aber dann sowieso reinnehmen. Auch über die Spiegel und die Kappen vom Luftfilter. Die Aufkleber haben wir uns auch schon drüber lackiert. Aber so, wie gesagt, das ist ja schon alles von den 87er Baureihe mit den neuen Federteller. Ich weiß nicht, ob der Achse selber stärker geworden ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Es hat bei der mittleren Baureihe hat es also mal eine stärkere Achse gegeben, aber ob das Baumuster stärker gebaut worden ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ansonsten, ich kann jetzt von dem Truck, wie gesagt, die zwei Achsen brauchen als Führerhäusl, Motor haben wahrscheinlich. Und so kann ich eh schon nicht mehr recht viel. Ich mein, ja, Druckluftversorgung natürlich für die Zwischengänge, die werden ja pneumatisch geschalten. Und der Absteller, der wo drin ist, der meine ich, wird auch pneumatisch geschalten. Aber ansonsten ist da
nichts pneumatisch angestellt. Weißt du, kann ich halt den zweiten Kessel? Den zweiten Kessel oder schon, ja. Da ist da nämlich so ein Zylinder drin, ähnlich der großen Baureihe. Die haben ja ab und zu Drehzahlbegrenzungen drin gehabt, dass er im Wochengang nicht austrat. Wir kommen jetzt gehen wir runter, wo mit dem Bullock. Ich muss jetzt wahrscheinlich aber zuerst einmal das Akku-Pack holen, weil der total leer ist. Da haben sie ein Stromaggregat dran gehabt, das ist zum Oberklappen. Also zum Oberhirn, das ist schon eingesteckt, oder? Jetzt nehmen wir den Motor noch auf. Auch ganz schön ist, dass der Rahmen da nicht gebrochen ist. Das ist auch ein ganz begehrtes Teil, oder? Gut, die sind so auch die klassischen im Bittag Sachen, was rosten. Da ist ein doppeltes Blech drin, weil da hinten ein Haken ist. Für die Seitenteile, die kann man ja runterklappen und rausziehen. Und da ist der Haken eben verschwollen, da gibt es aber Reparaturteile dafür. Da sieht man jetzt recht schön den OM364, der normale, also ohne A. Ist alles sehr original, schlimm. Wie gesagt, das ist gut, da wir es jetzt überlackiert haben. Aber er ist auch trocken, also da fällt nichts. Ich habe das letztes Mal hübsch spar beim Umlaufen, das weiß ich nicht, ob es dann der Batterieklinge ist oder nicht. Aber ich war doch sehr nicht, glaube ich, haben die ziemlich auf Zacken. Ich glaube, bis 2014 oder 2015 haben sie den Schlepper hergenommen. Und dann haben sie ihn dann auf Zeiten gestellt, oder was bis dann halt das alles versteigert worden ist, 2019. Also die Firma hat 3 MB, glaube ich, gehabt, 800er waren noch dabei, oder 2 800er, und die haben aber dann gesondert verkauft worden. Die von mir waren nur der 700er interessant. Da hat es der 700er, hat die anderen eine Achsel. Ab dem 800er bis zum 1100er hat es 8 Lochachsen gegeben. Das heißt, das hätte auch von meinem 700er nicht alles zusammenpasst, wenn ich den 800er gekauft hätte. Und der 700er Traktor als einziger von der kleinen Baureihe auch Trommelbremsen drin hat. Ich habe mir zwar schon oft überlegt gehabt, ob wir nicht hergehend und bauen wir einen Hybrid aus 700er und 800er Rax. Dass wir quasi 800er Bremsen einbauen, aber die 700er Achsübersetzung. Aber das Projekt, das stellen wir noch hinten. Jetzt schauen wir uns jetzt damit, dass wir den ein wenig herrichten. Ja, ich würde sagen, ich hole jetzt einmal den Starterpack und dann fahren wir mal runter. Umschalten auf 12 Volt, weil es ist Schuss zum Rest zusammen. So, was haben wir da jetzt? Wir haben jetzt eine rechts ist Masse. So fette Klemmen da dran. Das ist ein wenig ein Scheiß von dem drum. Jetzt weiß ich nicht, weil ich da ein bisschen drauf gehe. Okay, Schmutz. Das wird dann wahrscheinlich bei der Masse nicht besser sein, oder? Ja, der Halter. Aber ich bring das drum da nicht rein, was das halt. So vielleicht. Kupplungdrucker. Jetzt Batterie einfach schwach.
Also laufen da der echt schöner Motor. Weiter her. Also gibt nichts Besseres als so ein Granitbooster. Das ist ein bisschen ein Phänomen, ne? So, jetzt sieht man recht schön, jetzt arbeiten die Überströmventile. Der pumpt quasi einen Kreis auf und dann bei 6 Bar macht das Überströmventil auf und pumpt dann den zweiten Kreis auf. Ich meine, das Ding vom Drittwickel auch habe ich noch vergessen. Verlieren, dann machen wir das so. So, jetzt fangen wir von selber das Gas geben, weil der hat einen Absteller, oder? Und irgendwann. Also wenn ich jetzt einen Schlüssel umdrehe, dann stirbt er auch. Das hängt mit dem Ding von zusammen, mit dem Zylinder. Die haben das so umgebaut, dass man es wahrscheinlich hier einfach hinten fernsteuern kann, zum Umlassen und zum Abstellen halt, ne? Scheibenwischer funktioniert. Scheibenwischwaschwasserpumpe funktioniert. Heizung funktioniert. Radio haben sie ausgebaut. Was auch schön ist, dass alle Nasen da dran sind, also da ist nichts gebrochen oder sowas, ist auch ganz eine wertvolle Konsole eigentlich. Ich werde heute zwar wahrscheinlich schauen, wenn wir mir das Häusl hernehmen, das hat nämlich da hinten, da sind die Abdeckkappen dran und da kann man nämlich dann die Zusatzlüftung nachrüsten, als jetzt von meinem Funder der Fall ist, dass ich hier so eine Konsole auftreibt. Die gibt es zwar so wahrscheinlich nicht, aber irgendwann werden wir das schon hinkriegen. Ich bin vielleicht an anderen dran, was man die nachdrucken lässt. Wollen wir jetzt aber noch mal abwarten. Aber das einfach von der Materie ist die Kabine jetzt wesentlich besser beieinander. Und es ist einfach auch nicht mehr die niedrige Kabine, sondern du hast einfach mehr Platz auch nach oben hin. So. Kupplung ist auch ganz leicht, das ist auch schön. Und da haben sie immer so einen Rückwärtspieper installiert da unten, das Gestell, was man da sieht. Genau, weil ich vorhin gesagt habe, mit den Zwischengängen, da habe ich mich auch von da, fühle mir jetzt gerade erst wieder rein, weil das Getriebe hat keine Zwischengänge. Das hat quasi nur den reinen Viergang, wobei der vierte auch gesperrt ist. Der hat quasi kein Vorschaltgetriebe nicht in dem Sinne, ne? Aber man braucht die Luft auch eben für Allrad- und Differentialsperre, die hat er ja. Jetzt wieder einen Standplatten mit den Reifen. Deswegen wackelt das alles ein wenig. Aber so, ich bin auch echt von der Konsolen her, da ist nichts gebrochen oder was. Da lassen sie ganz gern, haben wir das Leiche drin, das ausbrechen oder was. Das ist aber alles perfekt. Also, was heißt perfekt, aber halt in einem guten Zustand. Da brechen sie gern die Glasscheiben. Die Tachos haben keinen Riss drinnen, da fällt auch nichts. Lenkrad ist nicht verkratzt, also das Symbol da. Ist alles noch wirklich in einem Top-Zustand eigentlich. Seht man halt auch, dass halt der wirklich fast umeinander gestanden ist. Also der ist halt relativ wenig gefahren, sage ich mal. Muss man auch noch eigentlich alles ein wenig so an Unterlagen da,
früher als Service-Hefte, weil aber die Schatz ja nicht hergenommen worden sind, da sie ja selber was gemacht haben. Da ist eine Bedienungsanleitung von Freyers. Jetzt werden wir mit Scheiben ein wenig befreien vom Eis. Letzter Kundendienst, 27.12.2012, bei 8.976 Stunden. Jetzt haben wir 9.189, also 400 Stunden auf ja, knapp 9 Jahre. Ist nicht viel. Und deswegen ist es bei mir schon, dass wir mir da aus zwei Wangscheiben machen. Also im dritten Gang geht er schon 40 nach. Ich mag das jetzt so schnell vor mir heute durch die Stammplatten. Ist halt so, ey. Ja, du bellst jetzt gescheit du, ne? Bellst jetzt schnell gleich runter, also. Wenn wir nehmen quasi die Karosserie ohne einen Rahmen halt von dem Schlepper und vom anderen 700er, vom Original nehmen wir halt den Rest. Ist ein weniger Aufwand. Weil so ist der Bulldog jetzt auch für nichts, wenn er nichts hat. Also keine Hydraulikanlage oder kein Zapfen und nichts. Ne? Das ist halt der Druckluft. Deswegen trennt die sich das auch nicht, dass man da etwas nachrüstet. Ne? Schaut bestimmt lustig aus von vorn. Genau, also das ist das Drehsal begrenzt, sind wir bei 2,2. Da läuft er jetzt 38. Der Fette, wenn er dann läuft er 80. Aber das ist nicht der Fall. Nehmen wir einander hin.
Kandidaten. Ich kann euch auch gerne mit die ganzen Unterschiede jetzt genau sagen vom Baujahr her. Wie gesagt, der unsere, der, also der Original ist im 100er Ernte, ist jetzt ein 85er Baujahr. Hat es ja dann auch schon die neue Ausstattung mit der Kabine drin. Das heißt, wenn man jetzt das vom 1000er anschaut, Baujahr 82, waren einfach die ersten Seitenschalter mit der Kabine quasi. Die haben, Samuel Dürmbrill war immer schon braun, also Brasil, DB8360, wenn ich mich nicht alles täuscht im Kopf. Rundum war aber alles schwarz, also Verkleidungen da, das war alles schwarz. Das ist dann ab 85 in der gleichen Farbe geworden, also in dem Brasil, auch die Konsolen da. Was ist nur Unterschied? Lautsprecher haben nach unten gewandert, die Originale. Also ab 87 hat es einen runden Lautsprecher gegeben. Vorher waren es quasi da herum. Da hat es jetzt bei der Konsole, glaube ich, war er da hier vorne. Bei der Niedrigkabine war ja der gleiche Konsole nach hinten angeschreckt, da war er da hinten. Die sind, wie gesagt, nach unten gewandert. Dann zwischen 82 und 84 hat die Leitungen für Samuel Dürmbrill. Die haben da auch verklangt in dem Loch. Die sind dann auch ins Kabinenuntere gewandert. Wir haben quasi da hier unten unter der Fußmatten einen Schaltschrank, also eine Schaltzentrale, wo die ganzen Kabelstränge vom Fahrgestell in die Kabine reinlaufen. Und da ist auch dann die Verteilerdose quasi drin. Das war quasi vorher auch nicht anders. Das war da hier vorne an der Stirnseite von der Kabine. Da war da so ein Schaltkasten und dann die Kabel halt anders geklickt worden. Die, die jetzt da ins Armaturenbrett gingen, die gingen jetzt quasi da oben und da gingen die unten wieder vor einer Taffe, meine die. Also ich bin mir jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich hätte jetzt schon gemeint. Ja, wie gesagt, die Instrumente sind anders da. Wir haben da das neue Layout, das wir dann bis 2002, glaube ich, benutzt haben. Und der Drehzahlmesser, sehr begehrt, sehr teures Ersatzteil. Wer einen Zeher noch auf Lager hat, kriegt dann 4 Unmengen an Kohle. Was sich eigentlich auch noch geändert hat, ist der Lichtschalter. Der ist dann von den Busse übernommen worden, der große Plastikschalter. Wir haben jetzt da noch einen alten. Vielleicht wollten sie da die Lagerbestände aufbrauchen, weiß jetzt auswendig nicht. Da hat sich eigentlich nichts verändert oder nicht verändert. Wir haben da noch Kleinigkeiten da unter der Fußmatten. Das ist mittlerweile, ich weiß das nicht, was jetzt von ihm da ist. Das ist auch drum. Bei den vorherigen Baujahren ist da ein Blenden drin gewesen, die haben wir auch machen können. Da müsste eigentlich vom Getriebe der Schaltzylinder drinnen sein, wenn nicht alles täuscht, von der Splitschaltung. Also die Angaben sind jetzt ohne Gewehr. Ich bin jetzt da. Das ist jetzt nur so, weil ich mir das denke. Also, wenn Sie es können, beginnen die Kommentare berichtigen. Ansonsten hat sich in der Kabine selber nicht verändert, meine ich. Wir haben da noch die Leuchte nochmal drin, also eine Warnleuchte, die hat es ab 85 gegeben. Am Straße stellen mit Blindlicht und Scheinwerferfunktion. Verbandskasten haben wir jetzt unter dem Beifahrersitz, der war vorher unter dem Hauptfahrersitz da drin. Wurde verbaut. Was ist noch? Da können wir jetzt gerne mal noch ausschauen. Dann bremsen wir das Gas ein wenig zurück. Ja, wie gesagt, 82 und 83 hat es die Blenden noch nicht gegeben. Das war quasi durchgängig. Und dann ist halt nach 2 Jahren oder 1,5 Jahren ist dann die Dachlüftung auf Option dazugekommen. Die haben wir quasi bestellen müssen. Wer es nicht bestellt hat, hat er dann da den Blinddeckel gekriegt. Gut, dann die Verbreiterungen da waren die Option, die Gummiverbreiterungen. Die hat es, glaube ich, aber auch erst ab 85 gegeben. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz hundertprozentig sicher. Das müssen wir alles im Forum nochmal nachschauen. Im Truckforum steht eigentlich alles drin. Meine Damen von außen, ganz wichtig ist die Tutze für einen OM364, für einen Kühlerausgleichsbehälter. Das haben wir die älteren Baujahre nicht gehabt. Das ist ab 87 gekommen. Also 1987 bei der Modellpflege haben die Motoren ausgetauscht worden. Da hat es zuerst einen OM314 gegeben. Und dann der OM364.
getriebetechnisch sind sie eigentlich gleich. Da ist ab 84 hat es dann ein schrägversandtes Getriebe gegeben, vorher war es gerade verzahnt. Ansonsten hinten gibt es eigentlich fast keine Unterschiede, nicht auch von den Baujahren her. Wie gesagt, der Anbaubock ist immer gleich geblieben. Achsen weiß ich jetzt nicht auswendig, ob es da verstärkte Version gegeben hat ab 87, das kann ich jetzt ehrlich gesagt so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Das meine ich, war es eh hübsch von den Unterschieden her. Es hat da noch Kleinigkeiten, die gehen wir die Arbeitsscheinwerfer. Die waren halt quasi vorher, haben wir uns keinen Plastikrahmen gehabt, ab 85 haben sie einen Plastikrahmen gehabt. Also da haben sie dann auch Fehler umgestellt. Die drei Kammerleuchten sind von den ganz alten Truck anders, die haben quasi trapezförmig. Die haben jetzt dann, das waren zuerst Postleuchten, jetzt sind es Hela drei Kammerleuchten. Die gibt es ja bis hinten noch in verschiedenen anderen Fahrzeugen. Füllen wir jetzt da noch mehr auf. Normal nicht. Normal haben wir dann eigentlich ziemlich alles. Unterschied niedrige Kabine und von der normalen Kabine ist einfach nur das Dach umhat, wo die Dachlinie ist angeschnitten und da ist ein schöner Blechdach drauf gesetzt worden, ganz normal. Also das ist ja leicht oben zum Bauen. Die Sitzkonsole ist abgesenkt. Da ist quasi der Floreisen drüber gekommen, dass man weiter unten sitzt. Die ist dafür da, dass man einfach niedrigere Stalleinfahrten damit fahren kann. Die hätten wir es zwar nicht gebraucht, weil wir leicht mit einem normalen Pullock reinkommen, also mit einem normalen Truck im Stall, aber das war halt damals die Sondraktion, schätze ich einmal. Da haben uns quasi dann, die Halter sind nach außen gewichen, vorher waren sie ja oben drin unter der Rinne und die vorderen Hauptscheinwerfer genauso, die haben dann nach unten gewichen. Das sind die kleinen Scheinwerfer, wie sie auch im Unimog verbaut waren in der 4er Serie. Ja, so weit, so gut. Dann haben wir normalerweise alles. Wie gesagt, die Federzähler, die sind unterschiedlich. Wo es aber da genau Sinn war, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht beantworten, dass man die anders da baut. Ja, wie gesagt, hier erinnert habe ich eigentlich alles. Was von dem noch speziell ist, normalerweise hat es ja wahlweise eine Schiebescheibe gegeben oder eine Ausstellscheibe, die was man nach hinten wegklappen kann, aber die hat jetzt gar nichts vorbei. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt abstellen kann. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt ein wenig unschlüssig. Und ja, das sind jetzt eigentlich die ganzen Unterschiede zwischen den Trucks. Also allgemein jetzt von der kleinen und mittleren Baureihe. Von der großen Baureihe, da kann ich jetzt schlecht eingehen, weil ich da keinen Vergleich habe. Also ich weiß zwar grob die Unterschiede, die sind jetzt kabinentechnisch sind fast identisch mit der großen. Von den Einrichtungen her und von den Betätigungen. Aber das werde ich bringen, mir live zeigen, wenn ich eine große Baureihe mehr ja, in der Nähe habe. Also da gibt es auch Unterschiede von der Konsole, von den Steuergeräten her. Aber ja, was dann vielleicht der Unterschied ist, die Kabine da ist auf der Klimaanlage schon aufgeklickt worden. Da haben quasi, wenn du originale Verdampfereinheit drin hast, dann haben da die Abläufe runtergegangen für das Kondenswasser. Das hat jetzt glaube ich der unser nicht ernten, wegen der niedrigen Kabine, schätze ich mal. Ja, die Klimaanlage hat den zum Beispiel im 1100 da drin, also der hat eine originale verbaut. Die haben wir einmal nachgerüstet, aber die läuft auch noch nicht. Das wird der Name noch so ein Projekt. Ja, ansonsten, da würde ich sagen, wir stellen jetzt wieder mehr auf Zeiten. Wenn man es drauf drückt, dann schaltet er quasi den Zylinder ein und dann wieder angestellt.
einer Gang rein. Dass er gegen Wegrollen gesichert ist. Normalerweise Wegroller kann er ja nicht, weil die hat Federspeicher drin und Federspeicher dann automatisch, wenn es keinen Vorratsdruck mehr haben, dann zündet er sie eh. Jetzt legen wir den kompletten Schlepper von A bis so. Da soll ja das letzte Schema der Rahmen da sein. Der wird dann angestrahlt, lackiert und dann können wir die ganzen Anbauteile nacheinander dran. Und das dauert dann eigentlich schon ziemlich lange, dass man das alles gut macht. Immer nebenbei das Lohnunternehmen und die Landwirtschaft. Und die soll natürlich nicht zu kurz kommen. Deswegen wird das auch ein extrem Langzeitflug werden. Das heißt, ich setze mich da nicht auf irgendeine Zeit fest, wann der Bullock fertig sein sollte. Es ist auch so, die ganzen Kosten für die Restauration möchte ich nur über meine Social Media Einnahmen machen. Das heißt, in erster Linie Twitch, YouTube, natürlich lebe ich auf YouTube auch ein bisschen, also deswegen habe ich da auch nicht so viel Geld weg. Deswegen gibt es auch mehrere Livestreams heuer. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen angerichtet. Wie gesagt, kommt bitte mal auf den Twitch-Kanal. Lasst ein Abo da, das hilft mir schon. Also gerade wenn ich einfach ein paar Abonnenten habe oder wenn ich einfach ein paar Leute dabei habe, das hilft mir schon ein paar frei. Das braucht schon dann nebenbei irgendwo ein wenig laufen oder was, keine Ahnung. Aber das hilft allgemein. Wie gesagt, ein Link in der Beschreibung, aber ich blende es da noch mehr ein. Also ihr müsst eigentlich nur auf Twitch, auf die Twitch-Seiten gehen und müsst Christoph Kolmer eingeben, ohne Leerzeichen, zusammengeschrieben. Und dann lasst bitte ein Abo da. Ich hätte gern, dass ich für die nächsten Jahre einfach auch zum Wenden oder Sparen nochmal einen kleinen Simulator da haben, mit dem wir ein paar Videos machen können. Es stellt sich dann noch die Frage, muss man wieder original in Petrakgrün und Olivgrün oder muss man Silberdiesel? Ich persönlich würde ja gerne Silberdiesel machen, beziehungsweise würde ich einen 500 auch gerne Silberdiesel machen. Da muss man mal schauen, den möchte ich natürlich auch nochmal herrichten, wenn der 700er fertig ist oder nebenbei ein bisschen. Dann wird die auch nochmal lackiert werden. Und ich bin ja ein richtiger Fan von dem Silberdistel. Also schaut gerne mal auf Google, gibt es auch einen Betrag Silberdistel und dann schaut es mal die Fahrer an. Also mir gefällt das bombastisch. So, dann kommen wir noch zu meinen Partnern, die werden bei der ganzen Aktion unterstützen. Das heißt, ich werde diverse Ersatzteile über meine Partner beziehen. Fangen wir mal über beim Hauptpartner, das ist der Unimog-Henne in Kirchheim bei München. Über den Unimog oder Autohenne besser gesagt, habe ich den Granit-Partnershop und haben auch den Zugriff zu Mercedes-Ersatzteilen. Auf das gehe ich noch in ein extra Video ein. Ich zeige euch, wie ihr selber einen Partnershop machen könnt. Also ihr könnt dann beim Henne Granitteile bestellen über den Webshop. Ist eine super Sache, also hilft mir allgemein. Ob es jetzt schon dir im Betrag findet oder sonstige Teile sind, Normteile, Werkzeuge, du kriegst alles über den Partnershop. Da mache ich aber dann extra noch ein Video die Tage. Dann eben Granit. Granit ist einer von den größten Teileverkäufen in Deutschland, also wer Granit nicht kennt, der rennt am Leben vorbei. Und als dritten Partner haben wir natürlich noch das Friedl Agro Center, wo wir ganz viele Normteile kriegen und wo man auch einen guten, super, einen super Kundensupport hat. Also da ging dann eine ganz viel Grüße an den Bräu Hans auf sie. Und vom Unimo kenne ist der Riga Thomas. Also falls du so schaust, nochmal vielen Dank für alles. Und ja, mit den Partnern werden wir halt dann in den nächsten Jahren jetzt einmal unser Glück investieren und den 700er wieder flop machen. Frontaler, der bleibt dann unten, der kommt nicht mehr rauf. Den da am Leben dann zum Riedel hinterher, auf jeden Fall den Eiereisen-Container. Hauptsache weit fort, da sieht man schon, was da wieder der Brotast darüber steht. Ne? Und ja, allgemein, dass man die Maschinerie am Hof wieder ein bisschen auf Vordermann bringt. Auch den Hof ein wenig auf Vordermann bringt, das wird jetzt dann im Frühjahr mehr Zeit, also bei weiß ich sagen, mich wundert nicht, dass dann mehr Kommentare kommen, dass bei uns jetzt nicht am saubersten ist. Aber ja, ich bin immer wieder, immer alles auf Zeiten geworfen und schnell Schnee und Fut und pressiert und ja, dann haben wir natürlich für sowas nicht mehr Zeit. Ich kann schon einen persönlichen Assistenten brauchen. Das war ein wenig so ein Vollzeitgeschäft. Also nebenbei Videoschneiden bei mir, Hof zusammenräumen, Pullock ein wenig anschmieren, Fenster putzen, sich um mein Equipment kümmern ein wenig, das Nacht auf Bier trinken. War bestimmt eine Vollzeitarbeit. So, ja, also im nächsten Part
werden wir dann mit dem Zlinger fangen. Ah, ich habe noch einen Partner vergessen, der Stefan Müller. Der hat mir schon eine Probe geschickt von seinen Hydraulik-Hebelverriegelungen. Der MP-Track hat ja quasi die drei Steuergeräte und da haben so kleine Plastik-Verriegelungen dran. Und da hat er mir vorab schon mal ein Muster geschickt. Die werden wir dann zum späteren Zeitpunkt nochmal genauer anschauen. Vielen Dank schon mal da. Und genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Also im nächsten Part werden wir mal mit dem Slinger fangen, schon langsam. Und sonst dran und dann schauen wir uns einmal die Achsen an, was da genau fällt. Ich werde jetzt dann die Tage noch das Video veröffentlichen, dass ihr, wie gesagt, bei Granit selber um könnt, als Partnershop über den Unimo kenne. Und dann haben wir es dabei wieder einmal. Also, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß da mit dem zukünftigen Reparaturflug, Langzeitflug. Nicht vergessen bitte. Und wie gesagt, schaut bitte auf Twitch vorbei, unterstützt das Ganze ein bisschen. Das ganze Geld fließt wirklich in den MP-Track rein und dann wird es werden. Also, wir sehen uns bis die Tage. Servus, Fitting.